eine ganz ähnliche Aufgabe wie zuvor. Allerdings geht es jetzt nicht um die digitalen Märkte, sondern es geht um den Vergleich zwischen digitalen und traditionellen Produkten. Gucken wir uns an, um was für Produkte es sich handelt, nämlich Bücher, traditionell aus Papier, und E-Books, die digitale Variante dazu. Diese sollen jetzt verglichen werden anhand der Charakteristiken für digitale Produkte, die eben in der Vorlesung vorgestellt wurden. Hier sehen Sie die Tabelle aus der Vorlesung und gehen wir einfach der Reihe nach durch die einzelnen Kriterien und Charakteristiken durch. Als erstes haben wir die Grenzkosten pro Stück. Was ist das bei einem Buch? Das erste Buch ist noch relativ teuer. Man muss einen Autor finanzieren, der das Buch schreibt, ein Lektorat, man muss es dann irgendwie setzen. Und dann hat man irgendwann die erste, wenn man traditionell daran geht, die erste gedruckte Ausgabe des Buches. Und wenn man nur die eine einzige hätte, dann müssten eben die Autorenkosten und die Produktionskosten allein auf dieses eine Exemplar umgelegt werden. Beim zweiten ist das schon preiswerter, da ist das ja schon bezahlt, aber man muss immer noch Geld für Papier und Druckertinte und so weiter aufwenden. Und das Ganze steigt, aber man braucht eben immer, auch wenn man jetzt 1 Million oder 10 Millionen eben Kopien von dem Buch vertreibt und die Kosten für den Autor irgendwann mal gegen Null gehen, weil man eben so viele Bücher hat, dann bleiben aber pro Buch eben immer noch Kosten für Druck und Klebstoff und eine Tinte und so weiter übrig. Das heißt, diese Grenzkosten, die sind größer als Null. Vergleichen wir das jetzt beim E-Book. Die Anfangskosten sind genauso hoch. Der Autor muss bezahlt werden, der Lektor und auch das Setzen, also im Grunde das Ganze in ein Textverarbeitungssystem eingeben, Überschriften schön machen, all das ist genauso teuer wie eben bei einem traditionellen Buch. Aber dann wird es preiswerter. Wenn das erste PDF erstellt ist, das zweite PDF kostet im Grunde nichts mehr. Im Grunde brauche ich auch kein weiteres PDF. Ich brauche keine auf Lager zu nehmen. Ich erzeuge immer eine neue PDF-Version. Allenfalls fällt ein bisschen Strom an, aber das ist so gering, dass man tatsächlich sagen kann, die Grenzkosten gehen hier gegen Null. Schon ab der zweiten Kopie. Die Entwicklungskosten sind eben im Vergleich zu dem beim E-Book, im Vergleich zum normalen Buch ziemlich genau hoch. Es gibt einen Autor, es gibt einen Lektor, es gibt vielleicht ein Projektmanagement, aber die Entwicklungskosten sind sonst identisch. Kopierkosten sind beim digitalen Buch gleich Null. Ich muss einfach nur das PDF kopieren. Ein bisschen Strom, aber so wenig, dass man es wirklich nicht berechnen kann. Bei einem traditionellen Buch habe ich eben immer noch die Kosten für Papier etc. Vertriebskosten im Sinne von, ich muss das Buch verschicken, Logistikkosten. Auch hier beim Buch, wenn Sie eben eine Flatrate haben, und das haben die meisten Menschen, dann kann man das Buch quasi umsonst verschicken. Bei einem traditionellen Buch könnten Sie jetzt eben zur Post gehen und fragen, wie viel man eben für ein Taschenbuch bezahlen muss. 1,90 Euro, etwas in der Größenordnung. Lagerkosten, auch im Grunde für ein E-Book gleich Null. Ich brauche im Grunde nicht diese 1000 Kopien vorhalten, keine zusätzliche Festplatte. Ich brauche nur das eine PDF, von dem immer wieder Kopien gezogen werden. Bei traditionellen Gütern ist das unterschiedlich. Dort müssten Sie eben, wenn Sie eben ein Buch mit einer Auflage von 1000 Stück haben, erstmal Regalmeter reservieren, die dann natürlich wieder Geld kosten. Marketingkosten sind ganz ähnlich. Bei der Preisgestaltung gibt es dann bei digitalen Gütern dann wieder mehr Möglichkeiten. Bei traditionellen Büchern haben Sie einen Festpreis. Wenn der aufgehoben ist, dann könnten Sie natürlich das Buch preiswerter anbieten, aber zum Beispiel Bündelprodukte geht schwierig. Bündelprodukte wäre, ja, man hat eben jetzt mehrere Bücher, wo man sagt, diese drei Bücher kriegen Sie zum Preis von einem. Das lässt sich eben über Computer relativ simpel machen und dann eben E-Books entsprechend preiswerter anbieten. Nochmal, wenn Sie diese Tabelle sehen, es kommt mir nicht nur darauf an, dass Sie diese Begriffe an der linken Seite wie Grenzkosten pro Stück verstehen,
und auswendig lernen, sondern dass Sie die im konkreten Beispiel hier beim E-Book im Vergleich zu einem traditionellen Book anwenden können.